Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir befinden uns mal wieder in der Eiszeit mit den Mammuts. Das ist ja eine ganz neue Mod, die rausgekommen ist, die richtig, richtig cool ist. Und ich wollte gerade eigentlich schlafen gehen. Es ist gerade 3 Uhr nachts, wo ich das Ganze aufnehme. Hab dann nochmal auf die Modding-Seite geguckt und dann habe ich gesehen, der gleiche Mod-Ersteller, der auch hier diese Mammut-Mod gemacht hat, die echt toll ist, der hat noch eine neue Mod rausgehauen, auch wieder passend zur Eiszeit, und zwar ein Wollnashorn oder Wolly Rhino auf Englisch. Sehr, sehr cool. Ich bin echt gespannt, ob der Mod-Ersteller noch weitermacht mit diesen coolen Eiszeit-Kreaturen, weil dann könnten wir echt mal überlegen, ob wir nicht mal einen richtig coolen Park bauen in der Eiszeit mit nicht Dinosauriern, sondern halt Säbelzahntigern, Mammuts und so weiter und so fort. Aber ich will euch jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir gucken uns jetzt die neue Mod an. Ich bin nämlich mega gespannt. Ich habe sie gerade nur einmal ausgetestet, aber mir noch nicht wirklich angeguckt. Und wir lassen jetzt mal das Wollnashorn frei. Das Ganze ist für den Torosaurus ins Spiel gekommen. Und jetzt schauen wir mal. Was ist das cool. Die Sounds sind auch schon wieder sehr passend vom Toro. Ich finde es ja immer richtig cool, wenn so richtig komplett neue Kreaturen in das Spiel kommen. Also zum Beispiel, wenn komplett andere Dinosaurier ins Spiel kommen, die komplett anders aussehen, wie der Dimetrodon, obwohl es ist ja auch kein Dinosaurier. Oder halt so ein Nashorn, Mammut. Finde ich immer noch krasser, als wenn man irgendwie einen Dinosaurier nur so ganz leicht abwandelt. Und ja, dann ist es zum Beispiel der Tarbosaurus statt der Allo. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Und ich muss sagen, ich finde es wieder sehr cool. Allerdings, was mir als allererstes so ein bisschen negativ aufgefallen ist, die ist, glaube ich, nicht ganz so sauber gearbeitet, die Mod. Also hier ist so ein Härchen, was sich so ein bisschen langzieht. Das entsteht, wenn man... wie erkläre ich euch das jetzt? Also bei Modden ist es dann so, das Model hat ein Skelett und man muss zum Beispiel diese Textur, also das, was die Haut sozusagen, mit den bestimmten Knochen verbinden. Das heißt zum Beispiel, wenn hier Haut ist, muss man die mit dem Knochen, der hier unter ist, vom Kopf und Hals und so, verbinden. Und ich denke mal, hier ist irgendwie ein Fehler passiert. Vielleicht wird der Mod-Ersteller das nochmal ein bisschen korrigieren. Ich bin auch kein Profi. Kann auch sein, dass es woanders ran liegt. Das wäre jetzt aber nur meine Vermutung. Weil ihr seht ja dieses lange Haar, das kommt aus dem Kopf eigentlich. Und ist hier bis in die Mitte gezogen. Es ist aber auch verdammt schwer, etwas Wolliges oder Haariges zu erstellen. Weil sowas gibt es ja in Jurassic World Evolution gar nicht oder noch nicht. Und deswegen hat man da keinerlei Vorlage. Und ich finde, dafür ist das schon echt gut gelungen. Jetzt so vom Nahen sieht es natürlich so ein bisschen buggy und so aus, aber wenn man so vom Weiten guckt, das finde ich schon ziemlich cool. Also es ist auf jeden Fall ein schöner erster Ansatz. Und wenn die Mod noch weiterentwickelt wird und das hier noch so ein bisschen schöner wird von der Wolltextur, dann wird das, glaube ich, mal richtig, richtig cool werden. Also gefällt mir echt gut. Ich mag auch den Kopf sehr gerne, die Hörner vorne sehr gerne. Die Animationen sind auch richtig gut. Also das ist echt heftig, das hätte ich nicht gedacht. Ist der Torosaurus so klein oder kommt mir das Rhino gerade nur so klein vor? Also die Animationen sind ja richtig gut. Heftig. Okay, ich bin echt beeindruckt. Ich finde das so mega cool, Leute. Also wirklich jetzt. Auch wenn die noch so ein bisschen verbuggt ist, die Mod. Also ich finde es einfach richtig cool. Das ist echt Hammer. Und dann dieser schönen Schneelandschaft. Guck mal, jetzt haben wir Mammuts. Und Wollnashörner. Wenn wir Mods nicht hätten, dann wäre Jurassic World Evolution auf jeden Fall schon ausgestorben. Wir gucken jetzt mal, ob es noch weitere Skins gibt. Das war ja beim Mammut nicht der Fall. Schauen wir mal, ob der Mod-Ersteller hier schon weitere Skins eingefügt hat. Sieht nicht so aus, ne, oder? I don't know. Oh, was ist los mit der Kamera? Das ist ja eine coole Kamera. Was zur Hölle? Na komm. Die ist bei mir teilweise immer so ein bisschen buggy, die Kamera. Obwohl das so ein bisschen heller aussieht, ne? Das sieht definitiv anders aus. Ja, viel heller, wenn ihr mal schaut. Das sieht viel brauner hier aus. Ist das jetzt ein anderer Skin oder ist da einfach noch kein Skin vorhanden? Also, man sieht schon, dass es echt noch ein bisschen buggy ist mit der
mit dem Fell so, ne? Also auch bei der Bewegung, das Fell sieht ein bisschen komisch aus. Aber es ist trotzdem echt cool. Das ist jetzt halt so eine richtig schneeweiße Variante. Seht ihr den Unterschied, glaube ich, ganz gut? Cool. So, schauen wir uns mal noch eins an. Das wäre jetzt Küstengebiet. Wenn der jetzt auch so schneeweiß aussieht, dann denke ich mal, alle anderen Skins werden so sein. Der sieht auch wieder anders aus. Oder? Hm. Bin mir da gerade ein bisschen unsicher. Der ist auch so weiß-grau. Kamera ist auch wieder verbuggt. Sehr schön. So, oh, was war das? Hat er das gerade gesehen? Oh Gott. Das ist aber nur bei dem Skin. Was zur Hölle geht gerade ab? Okay, der Skin ist nicht gut, wenn man rauszoomt anscheinend. Okay, vielleicht sollten wir den Skin nicht benutzen. Ja, die sehen schon so ein bisschen anders aus, aber das ist alles nur minimal. Also ich finde hier das Standard am besten von der Farbe auf jeden Fall. Das Dunkle. Aber jetzt könnt ihr das Maß noch mal sehen. Voller Pracht. Hier in Hell. Ist das nicht schön? Hier in Braun so ein bisschen. Ob es frisst schon wieder? Hat es nicht gerade erst gefressen? Okay, die sind beide gleich, ne? Oder? Ich glaube schon. Also ich glaube, es gibt dann nur diese zwei Varianten. Einmal das Helle und einmal das Braune. Finde ich aber mega cool. Das hier hat auch ein dunkles Auge. Das hat so ein brauneres Auge. Hammer. Also wirklich. Ich bin wirklich beeindruckt. So ein schönes Bild. Wollnashörner und... Beim Rein- und Rauszoomen sieht man das auch mal. Das ist aber normal bei Jurassic World Evolution tatsächlich. Wenn man rein- und rauszoomt, dass dann Details verloren gehen und mehr dazukommen. Ich finde das so cool. Also es fühlt sich halt gerade echt an wie so ein ganz anderes Spiel. Ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen, auch wenn die Mod halt noch nicht perfekt ist. Aber ich finde es einfach cool, dass sich jemand die Arbeit und diesen Versuch wagt, etwas ganz Neues in das Spiel zu bringen. Finde ich richtig, richtig toll. Props gehen auf jeden Fall raus an den Mod-Ersteller. Ich kann ihn hier nochmal eben einblenden für euch. Und ja, das ist die Wolly Rhino Mod. Wir könnten nochmal ganz kurz gucken, wie sich das Nashorn so im Kampf schlägt. So Leute, es geht los. Dinosaurier gegen Wollnashorn. Bin ich echt gespannt. Oh, jetzt ist die Farbe ganz anders auf einmal, oder? Ist es gerade dunkler geworden? Ah, schlägt zu. Das sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Er trifft nicht ganz perfekt, aber sieht ganz gut aus eigentlich. Wenn ihr mal schaut. Wow. Die Animation ist echt gut. Ist jetzt noch dunkler geworden? Oh. Da wird er gepackt. Und da hat der Dinosaurier sich durchgesetzt gegen das Wollnashorn. Jetzt wissen wir, wer stärker war. Weil diese Begegnung gab es früher, glaube ich, nicht. Das andere, sein Bruder, ist schon ganz aufgebracht. Wir sehen hoffentlich gleich nochmal einen Kampf, der andersrum ausgeht. Jetzt kann sich hier hoffentlich das Wollnashorn durchsetzen. Der Ceratosaurus ist auf jeden Fall noch geschwächt. Schreit aber trotzdem noch wie ein Weltmeister. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ja, das Nashorn landet hier noch ein Treffer. Und der Ceratus ist jetzt wirklich stark am Bluten. Kassiert jetzt hier nochmal. Ich glaube, das könnte es jetzt gewesen sein. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die Kill-Animation. Oh! Okay, ich dachte gerade, der Ceratus greift nochmal an. Aber das war's. Das Nashorn hat sich durchgesetzt. Sah natürlich ein bisschen komisch aus. Also der Kopf, also die Schnute ist sogar so ein bisschen durchgeglitscht. Aber ich fand es jetzt auch nicht verkehrt. Also es sah jetzt nicht mega doof aus oder so. Also ich finde, die Mod ist wirklich richtig cool. Schaut sie sich an, die Nashörner. Ist mal was ganz anderes. Wenn man das so vom Weiten anguckt im Schnee, ist das schon echt toll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass momentan so richtig viele coole neue Mods kommen. Und ihr könnt ja auch mal reinschreiben, was für Dinosaurier oder Urzeitwesen ihr euch am liebsten für das Spiel wünschen würdet durch Mods. Die Mods sind natürlich auch wieder alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls es euch gefallen haben sollte, lasst ein Däumchen da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.